Yo, Crypto Chris, ich habe ein richtig nices Kommentar und eine richtig nice Erkenntnis für euch. Also wie er schreibt, welcher Coin hat Zukunft? Die Antwort, alle Coins sind gefährlich und keiner hat eine Ahnung. Und es ist halt wirklich so. Speziell wenn man auf einen langen Zeitraum sicher sein will, also 5 bis 10 Jahre, da gibt es eben wirklich nur eine Coin und das ist Bitcoin. Der Rest, man weiß es einfach nicht. Ja, und das ist die Wahrheit. Also glaubt auf keinen Fall irgendwelchen Leuten, die sagen, ey, dieser eine Coin hat Überlebenschancen, der wird in 5 Jahren richtig groß sein. Man weiß es einfach nicht. Und selbst die Pros sagen, Bitcoin hat auch 1% Chance, dass das Projekt einfach draufgehen wird. Selbst beim Top-2-Projekt Ethereum kann man das absolut nicht sagen, weil einfach so viele neue Projekte kommen. Dieser ganze Sektor entwickelt sich so extrem schnell. Man weiß einfach nicht, wer der Gewinner sein wird. Und darum erstens mal breit aufstellen, breit diversifizieren bei den besten Projekten. Und zweitens, wenn man nicht nur in Bitcoin investieren will, sondern eben auch nicere Gains durch Altcoins bekommen will, dann muss man einfach immer am Ball bleiben. Man muss immer schauen, welches Projekt ist gerade im Kommen, welche Projekte sind gerade am Sterben und sich halt dementsprechend verhalten und auch sein Geld bewegen. Und das letzte Argument, warum hat er Kohle gemacht? Glück gehabt und früh. Wie ich immer sage, Zeit im Markt ist wichtiger als den Markt zu timen. Also ich bin länger im Markt als ihr oder die meisten da draußen, deswegen habe ich mehr Kohle als ihr. Wenn ihr meine Strategie replizieren wollt, einfach kaufen und halten und so lange wie es geht in dem Markt bleiben, weil dann kommen die Gains. Aber wie immer, no financial advice und wollt ihr nice Altcoins finden, dann lasst das dumme Plus verschwinden.